So, da wäre er wieder. In Majula mit dem... Du siehst aber komisch aus. Okay, mit dem frisch gejointen Covenant oben links neben unserer Lebenspunktanzeige. Wir wollten uns, bevor wir jetzt allerdings in den nächsten Kampf ziehen, erstmal hier umgucken. Umgucken heißt, wir zerstören wahllos alle möglichen Sachen und sprechen mit jedem, den wir sehen. Who are you? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Er ist komisch. Also er ist nicht der Schmied, den wir aus dem ersten Teil kennen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber er sieht aus wie wir. Er sieht aus wie ein Hollowed, der nicht Hollowed ist. Und der noch bei Verstand ist und nicht jedem gleich das Hirn aussaugen will. Die anderen, die wir bisher getroffen haben, also der Gewinnewerferschnitt und der depressive Mann, die sehen noch menschlich aus. Und zwar immer. Heißt das einfach nur, sie haben eine Human Effigy benutzt und sind in der menschlichen Form geblieben und sind niemals wieder hier drin in dieser Welt gestorben? Warum benutzt er dann keine? Darf er keine benutzen? Weiß ich nicht. Das ist noch mehr Fragen auf dem Haufen Fragen, die schon da sind. Aber er will auf jeden Fall rein in seine gute Stube. Und er kann anscheinend nicht durchs Fenster klettern oder übers Dach reinkommen. Also sie müssen seinen Schlüssel finden. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Dann haben wir hier ein Zelt. Drei Häuser und Loot. Loot! Jetzt haben wir hier ein Life Gem. Von einem, der hier offensichtlich verendet ist in seiner kleinen Hütte. Woran auch immer. Ja, und hier ist ein tiefes Loch. Ring wird benötigt und dann springen. Das ist sogar ein guter Hinweis, aber den kann ich raten. So, bitteschön. Da unten liegt nämlich Loot und man sieht immer so mit ein bisschen Abstand so eine Plattform, wo man raufspringen kann. Aber das können wir jetzt noch nicht schaffen. Schatz voraus, naja. Was haben wir hier? Noch ein NPC, der menschlich aussieht. Hallo du. Hallo there. Welcome to my shop. I'm Morlin, and I sell armor. Oh, sorry, please do have a look at my wares. I could really use the business, if you'd be so kind. Er scheint auf den ersten Blick schon ein recht sympathischer Kerl zu sein. Also nicht nur wegen dem Stottern, was die meisten Leute irgendwie in irgendeiner Form sympathisch macht, sondern auch von seiner Art. Was hat er denn im Angebot? Ja, Schilde und Rüstung. Die werden für uns nicht so interessant sein. Und sonst leider nichts. Also wir könnten wohl einen Helm aufsetzen. Das dürfte uns nicht allzu sehr belasten. Aber das passt irgendwie nicht. I came from the west, from Volgen. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. Well, I do hope I see you again. Es ist auch recht schwer für mich immer noch zu begreifen, und ich spiele jetzt ja schon seit über 200 Folgen in diesem Franchise. Wo ist man? Weil es wird immer von Orten berichtet, die fern weg sind und wo das Leben noch vor sich hin lebt und alles gut ist und so weiter. Aber jeden Ort, den wir hier finden, der ist alles andere als lebendig. Der ist überrannt von Untoten, die den Verstand verloren haben und all sowas. Deswegen denke ich wirklich, dass die alle hier tot sind. Und das ist eine andere Welt. Das heißt, das Volgen, was er gerade beschrieben hat, im Westen ist, das ist hier nicht im Westen. Das gibt es nicht. Oder wenn es das gibt, dann ist es nur ähnlich dunkel verzerrt wie diese Welt hier. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von hier aus jetzt einfach uns ein Boot schnappen könnten, nach Westen segeln und dann kommen wir irgendwann in eine lebendige Stadt.
wo Menschen wirklich ihren Alltag nachgehen, wo Kinder geboren werden und all sowas. Nee. Wir sind irgendwo anders. Aber es scheint keiner zu begreifen. Die scheinen alle noch zu denken, wir sind nur irgendwo, wo sie hingereist sind und wo sie dann nicht wieder wegkamen. Aus welchen Gründen auch immer. Babyschweine? Ja, Babyschweine sind ein guter Grund. Was zur Hölle? Du hältst dreimal so viel aus wie ein Typ, den wir vorhin bekämpft haben. Wie viele Seelen bringst du? 20. Ja, ich habe keine Ahnung, was die sollen. Theoretisch könnten wir ja auch ein Bonfire hier benutzen. Also Bonfire waren die Dinger, die Gebiete nochmal spawnen lassen und stärker werden lassen. Und dann hätten wir Babyschweine plus 1. Aber ja, keine Ahnung, wozu die da sind. Zum Testen von Waffen? Revenge. Was steht hier? Resignation. Ja, also es kann gut sein, dass es irgendein Secret gibt mit den Schweinen, aber wenn ja, kenne ich es nicht. Das heißt, wir gucken uns weiter um. Also da hinten ist der Schmied, das merken wir uns. Hier ist ein Gebäude, wo wir noch nicht reinkommen. Da sind komische Schweine und hier ist ein schöner Trick. Ding. Dankeschön. Estus Flask. Das habe ich bei meinem ersten Stream dezent übersehen. Da wurde immer gesagt, guck zum Brunnen, guck zum Brunnen. Ich laufe hier hin, guck runter. Ja, da ist ein Loch. Aber der Brunnen war nicht gemeint, sondern der da hinten. Und wir haben jetzt einen Estus Flask Shard bekommen. Das ist so ähnlich wie die Seele von den Feuerhüterinnen im ersten Teil. Damit kann man seine Flasche erweitern. Und ich sollte die Flasche übrigens auch mal in Quickslot packen. So, eine Aufladung. Ja, das ist verdammt wenig, verglichen mit den 20, die wir am Ende von DS1 hatten. Ja. Bearer of the curse. Seek the lest this. Ja, ja, wir töten deinen Vater schon, keine Sorge. Upgrade ist das Flask. Dankeschön. Haben wir jetzt genug für ein Level Up? Ja, sehr schön. Weil ich würde ungern mit vielen Seelen in Anführungszeichen losgehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sterben werden. Bald. Also Attunement erstmal nicht steigern, solange bis wir nicht 3 Zaubersprüche haben. Es war ein Fehler von mir, das überhaupt schon einmal zu steigern, weil es bringt uns jetzt nicht 2 Slots zu haben, wenn wir keine Sprüche haben. Das heißt, ich steigere Int. Für mehr Schaden. Für eine Glaskanone werden. So, halbwegs zumindest. So, wo waren wir? Da kamen wir her, da waren wir drin. Wir haben ein Gebäude noch übersehen. Und das war das mit dem Zelt nebenan, wo der eine Typ zusammengekauert gestorben ist. Da drin waren wir noch nicht. Hier. Hallo, Katze. Katze? Fragezeichen? Kennen wir schon eine, ne? Die hat man sogar mehrfach getroffen in Dark Souls 1. Ist nur die Frage, ob das dieselbe Katze ist. Oh, undead are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Schon mal sehr sympathisch. Not exactly the time to be chatting with a cat. Aber hat Humor. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. Shalqua. So, What did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Also, ja, ich weiß nicht, ob die erste Katze auch so hieß oder ähnlich. Es kann natürlich auch einfach eine reinkarnierte Katze sein, wie der depressive Mann und die Frau an der Küste. Was hast du über Covenants zu sagen? Wir sind nur Way of the Blue. Okay, also bei dieser Katze können wir gucken, in welchem Covenant wir wie weit sind und wir können uns auch von einem Covenant trennen. Was hier in Dark Souls 2 recht unproblematisch ist. Also man kann einfach dem einen join, dem anderen join, hin und her springen, wie man lustig ist. Zu kaufen gibt es hier ein Ring of Evil Eye. Lebenspunkte mit jedem getöteten Gegner. Kennen wir schon. Red Eye Ring. Man wird leichter von Gegnern gefunden, wenn man PvP machen will.
Das Ding reduziert Fallschaden. Das werden wir auf jeden Fall brauchen, um den großen Brunnen da runterzuspringen. Dann haben wir einen Name Engraved Ring. Der dient dazu, dass man mit anderen Spielern leichter zusammenspielen kann. Das heißt, wenn man ihn anlegt, kriegt man eine ganze Auswahl von Göttern, denen man folgen kann. Und diese Götter sind quasi Server. Und wenn dann dein Kumpel, der auch Dark Souls 2 spielt, auch den Ring anlegt und auch denselben Server joint sozusagen, dann könnt ihr einfacher zusammenspielen. Das finde ich ein sehr schönes Feature. Und hier, Ring of Whispers. Can hear the voices of foes. Soweit mir bekannt, und ich habe das Spiel noch nicht durch, aber ich habe schon recht weit gespielt gehabt, gibt es dafür nur eine Anwendung. Und wir haben eben momentan keine Seelen dafür über. Also müssen wir mal schauen. Und es gibt hier begrenzt Ressourcen. Also es ist nicht so wie in Dark Souls 1. Wenn man da einmal einen Händler gefunden hat, konnte sich man da 10.000 kleine Scheiben kaufen, um seine Ausrüstung aufzustufen. Das ist hier nicht so. Das ist schon mal recht garstig. Das heißt, man kauft alles auf, was man braucht, und dann muss man damit haushalten. Bis später. Also wenn man weit genug spielt, wird nach und nach. Also ich glaube, je weiter man in der Story ist, desto mehr Ressourcen bekommt man auch immer wieder bei den Händlern freigeschaltet, bis man irgendwann dann ganz gegen Ende doch fast unendlich Ressourcen hat. Aber es ist halt wesentlich schwieriger, wie ich schon sagte, als in Dark Souls 1. Da läufst du einmal zum Schmied hin und kannst dann theoretisch tagelang grinden und deine Waffen erstmal alle hochbekommen. Geht hier nicht. Was haben wir hier oben noch? Den Stein. Was war das? Achso, Bloodstain. Die Bloodstains habe ich noch gar nicht angesprochen. Die Bloodstains sind andere Spieler, die gestorben sind. Und du kannst dir angucken, wie sie gestorben sind. Der ist einfach runtergefallen. Kann manchmal helfen. Meistens ist es nur unterhaltsam. Oh, 5 Heimkehrknochen. Sehr schön. Knie nieder. Der Victorstein. Hier könnten wir ebenfalls einem Covenant joinen. Aber der Covenant ist garstig. Der sorgt dafür, dass alles schwieriger wird. Alles. Und das Spiel ist so schon nicht einfach. Also, wenn wir dem joinen, und ich denke mal, wir werden jedem Covenant joinen, einfach mal reinzuschnuppern, dann aber erst später. Jetzt ist das noch ein bisschen zu haarig. Ja. Das war übrigens auch ganz lustig im Stream, weil mein Co-Moderator hieß halt Victor. Und das ist der Victorstein. Aber gut. Also, wir haben jetzt die Wahl. Wir können hier lang gehen. Oder... Ich glaube, wir haben nur 2 Möglichkeiten momentan. Ah, ich sollte mal von Anfang an gucken, was für Sachen man hier in der Entfernung sehen kann, wo man später vielleicht hin kann. Hm. Ah, wirklich viel sieht man nicht. Außer den spitzen Turm da hinten. So, aber 2 Möglichkeiten, wo wir hingehen können. Wir kommen daher. Hier können wir rechts rum nach unten. Hier. Wir können da hinten lang in so eine komische Ruine reingehen. Oder wir können dahin gehen, wo die versteinerte Statue ist. Das sind, soweit ich weiß, und der Brunnen, wo wir noch zu schwach für sind und den Ring nicht haben. Das sind die 4 Wege, die man gehen könnte. Wobei 2 davon am Anfang nicht wirklich eine gute Wahl sind. Also hat man nur die Wahl zwischen dem hier und dem da. Was aber schon mal doppelt so viele Auswahlmöglichkeiten sind, wie man bei Dark Souls 1 am Anfang hatte. Also es ist schon mal offener. Und offener ist immer gut. Haben wir hier? Ich will sauber. Eine verrostete Münze. Was macht eine verrostete Münze? Boosts Luck. Also erhöht Glück. Glück ist wichtig, wenn man bestimmte Gegenstände erfahren will. Wobei man ohne Komplettlösung ja eigentlich nicht weiß, wer welche Sachen droppt. Außer man hat schon ein paar Teile davon da gefunden. Sie zu zerstauben erhöht kurzfristig das Glück. Die Münze ist graviert mit einem Bild von einem Gott, der vor uralten Zeiten verehrt wurde, aber niemand weiß um seinen Ursprung. Ja, das ist sowieso so ein Thema von Dark Souls. Es hat eine uralte Geschichte, aber es scheint nur wenige zu geben, die sich wirklich darum kümmern, dass sich auch die anderen Leute an die Geschichte erinnern. Ist alles sehr melancholisch und alles sehr düster und traurig. Weil selbst die größten Heldentaten werden einfach vergessen. Genauso wie wir ja auch den Abgrund aufgehalten haben und niemand sich daran erinnert.
Ja, ein großer, krummeliger Pilz hat versprochen, dass sich eher daran erinnern wird. Aber der Pilz ist weg. Das wird sich keiner mehr daran erinnern. Oh, da ist schon mal eine Truhe. Da hat was gefunkelt, genau. Gehen wir mal erstmal runter zur Truhe. Oh, ich mag keine Abgründe.